verstehe ich auch, warum das Ganze das speziell für Streamer gebaut wird, dass das jetzt gescheit funktioniert. Gehört kurz. Und damit verdienen wir über nicht 5 Stunden Euro, oder wie das Geld. Gott, das streamen wir nicht live über YouTube, das streamen wir das Gründe ja auf Twitch. Schlag noch tot. Ja, dann geht es aber um die Hardware, dass das zum Beispiel gescheiter wäre. Ja. So, schauen wir mal, ob wir da genug Licht. So, dann müssen wir heute unbedingt mit der Oster 76 mal drüber mähen. 5 haben wir schon. Ja, der Name zieht. Ich muss aber bei der Halsklatze bleiben. Bei der Halsklatze bleiben. Ja, ich muss aber bei der Das sieht aus wie das Mensch. Ab von Tür. Thank you.
Jetzt noch ein wenig Zettel kurz durchschicken. Wir haben Länge. Und Westküste hat 17 davor. Das ist richtig Zentrum. Damit man das auch von der Uni dran sieht. Während du einweichst, ob da
Irgendwann hat es geklappt. Ich habe eine Paywall bei YouTube. Ich habe es noch immer nicht geschafft, euch ein Video vom Lockdown-Synchron zum Schneiden. Alter, das ist so peinlich. Die beiden Kameraperspektiven. Weil das ist ganz blöd, wenn das zu verzögert ist. Mhm. Jetzt haben sie auf scharf gestellt bei OnlyFans mit Messer. Nein, das ja. Spannenderweise ist bis jetzt durchgegangen, aber mit Taggen von Leuten. Ja, also es geht schwer oder? Naja, das Taggen ist einfach, ja. Weil du hast dann eine Liste von den Leuten, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat, was du noch draufklicken, aber wenn der nicht verified ist, ja, das war aber damals schon, also ich war halt jetzt verified. Dann, genau, das hast du gesagt, das hat ewig gedauert. Und ja. Jetzt kannst du aber, jetzt ist die Verification vereinfacht worden. Das heißt, du kannst jetzt mit einem Consent-Form, du musst jetzt nicht quasi als Creator, sondern du kannst ein Consent geben. Und das ist vorher nicht gegangen, vorher hast du Creator-Profil online müssen. Und es gibt so dieses Zwischendingens, wenn du quasi nicht so ein Creator bist, aber in einem Video erscheinst. Und Collapse wird. Genau. Und da habe ich eben einen aus Wien. Da müssen wir dieses Consent-Form jetzt endlich angehen, weil den kann ich nicht mehr taggen. Und das heißt, das Video wird dann nicht veröffentlicht, wenn der Tag nicht ordentlich ist. Und vorher ist das gegangen. Das ist der Vorteil mit dir. Du hast schon, bist ja regelmäßig Glatzenrasierer. Da ist die Haut schon mehr gewöhnt. Mhm. Ich weiß nicht so leicht. Ich kann mich das erste Mal erinnern.
Wie lange passierst du jetzt schon? Ich weiß nicht, wann hat es das erste Mal gemacht. Ich glaube Lockdown, ja. Ja. Ich habe jetzt einmal bei einem Videodreh einen Kameramann dabei gehabt, da war ich wieder ein Amerikaner für OnlyFans. Da hat es einem auch die Kamera geführt. Und Videos eigentlich ganz anders. Ja, voll. Du hast super geile Totalaufnahmen. Und das macht halt einfach viel mehr Spaß. Andererseits ist es zum Konzentrieren auf das, was wir zwar gerade tun, schon ein bisschen schwieriger. Ich habe dann meistens die Augen zugehabt, dass ich da nicht schaue, ob ich eh in der Kamera bin und wo der gerade um uns herum ist. Ja, jetzt kommt ignorieren, der Kameramann ist dafür zuständig. Genau, und das ist halt so ein bisschen ja, ungewöhnlich. Das muss man öfters machen, wenn es ein bisschen gescheit funktioniert. Das ist angenehm. Und ich sehe das halt bei so manchen anderen OnlyFans-Typen, die schauen quasi die ganze Zeit in die Kamera, ob die Kamera eh passt. Aber selbst wenn ich mit Erfahrung habe, da denke, hey, Mann, du müsstest das inzwischen schon wissen, dass du 5 Kameras im Raum aufgestellt hast und das ist völlig wurscht, wo du dich bewegst im Raum. Irgendeine Kamera wird schon einfangen. Aber die schauen ständig. Also der Teddybär, so sehr ich seine Videos auch mag, aber der schaut ununterbrochen ins Geschehen, ja. Ist mir das Geschehen? Nein, spannenderweise nicht. Das ist so angefühlt. Ja, ich weiß, aber da, ja, habe ich das Bild nicht. Das ist aber noch schneller, das Bild. Nicht. Ja, das ist dann, wenn ich wieder auf eine blöde Haltung um. Ändern muss dann wieder nicht wieder mich selber in die Kamera stellen. Wechsel sind wir wieder 10.
Very nice. Ball again. Ich hätte mal schauen, ob ich meinen eigenen Screen anschauen kann. Ah ja. Ich sehe dich. Sehr verzögert. Mhm. Sehr gut, na, alles. So. The head is razored. Da müssen wir ausmachen. Mhm. Also da muss ich jetzt nur eins vorausschicken. So 100% super garantieren, dass ich den Tonne ein bisschen schneiden werde, kann ich nicht. Das muss ich gleich noch dazu sagen. So, nicht so der, was? Der Gesichtsrasierer ist nicht so ganz neu. Na, schau mal. Stärke, aber ich gebe mir bestmögliche Mühe. Ich bewundere die türkischen Papiere. Die haben eine Klingenführung übung. Ja, eh. Aber wie die Haut stretchen, ich habe das schon 100 Mal auf Videos gesehen. Ich schaffe das nicht so. Finde ich leer gehen. Ja, eh. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was hilft, dass ich nur leer zum türkischen Friseur gehe. So ein bisschen lernen. Ich kann es. Aber so 100% sicher bin ich nicht. Ich habe dann jahrelang, wirklich viele Jahre lang, das überhaupt nicht mehr gemacht.
Und jetzt in den letzten paar Jahren habe ich wieder angefangen. Das ist aber mein schwierigster Bereich. So. Kinnlade und Gurgel. Sehr vertrauenswürdig, gell? Mhm. Mhm. Flutsch, hoppala. So. Klinge, ja, weil die habe ich gar nicht damit getroffen, die ist aber lieber schärfer als nicht schärfer. So, jetzt haben wir wieder genau das Problem. Wurscht. Du musst überleben. Mhm. Das ist das einzige Wichtige. Und dann so mit Zupfen. Hautzupfen. Okay. Hm? Ein kleines. Mhm. Mhm. Voilà. Wow. Kann die Haut überspannen, das Blut zu wind. Mhm. Mhm. Ich muss Schluck nehmen. Das wird jetzt mal ein bisschen stark weh. Wir haben das kleine Hoppala sofort wieder versteckt. Schau. Das ist easy, gell? Mhm.
Wow. Wow. I'm impressed. Ich wünsche mir, dass ich mindestens drei Hände hätte und drei Hände drin, nicht mal links. Das hilft zwar nicht wirklich viel, wenn man drei Hände ist, wenn man eine Bedingung hat, blocken so. Ich bin dann schnauzlos.
Oder ging ein Strich durch, gell? So, ja, geht schon. Das wird nämlich selbst beim Gürtel. Alter, hab ich einen Schnauzer. Mhm. Hallo Daddy. Der Daddy's Tasch. Den lasse ich jetzt drauf, bis danach noch beim Gürtel, dass wir ihn da haben. Ja. Hallo Daddy. Pablo wird auszucken. Ja? Nein. Wirklich? Ich kann jetzt schon sagen, dass er das nicht macht. Mobil ist schon nicht. Ach so. Das schaut zwar faszinierend aus. Ja. Ich finde es lustig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich heulen will. Na schau, nein. Das erinnert mich jetzt an Top Gun. Ja. So. Minimale Korrektur. Ich bin ja sogar ein bisschen beidhändig inzwischen. Hier hat man sich antrainiert, dass ich ein bisschen beidhändig arbeiten kann. Aber Gesicht kann ich nicht mehr. Das ist nicht super sauber. Das soll ich gleich schauen, wenn man das ist. Die Kamera reicht. Das ist okay. Ja. Nice and smooth. Interessant. Der Zigarren ist so lustig. Very nice. So, jetzt noch Augenbrauen und Wimpern weg, ja, für den Brownest Look. Die Augenbrauen, glaube ich, also die Wimpern. Die müssen ausgezupft werden. Genau, sicher. Amazing! Ist doch wahnsinnig. Jetzt der Rest. Ein Teil geht noch da. Oberkörper geht da noch. Unterkörper geht dann auf OnlyFans. So. Ausziehen. Das ist ein bisschen nach hinten. Jetzt ich schaue da von da hinten zu. Nein, so viel ist das gar nicht. Ja, ich habe oben nicht so viel. Dafür geht der Brunzbusch schwer her. Dafür geht der Brunzbusch schwer her. Ja. Wo ist da? Alles habe ich Zeit. Alles, ja? Ich bin ein bisschen gefallen. Ich bin ein bisschen gefallen. Ich muss die Kamera rausnehmen, oder? Luft anhalten. Hier geht's ja.
Geschwindigkeit im Oberdreh. Das ist meine Geschwindigkeit im Oberdreh. Ja. Ja, YouTube geht ja nicht weniger. Ja. Hast du schon gebraucht, Kampfkörper? Mhm. Mhm. Wie ist das Kampf? Das Bändchen habe ich immer wieder gemacht. Das sind so Pappigungens. Das ist der Horror für alle Amerikaner. Armhits. Weißt du, was das Ziel ist oder was auch? Das ist doch auch irgendwann. Nein, das muss passiert. Das ist so. Das ist die Urbegriff der Männlichkeit. Je mehr Körper haben wir, desto mehr Mann. Also für solche Sachen ist der 15 Euro chinesische Schwabrasierer echt super. Das einzige, wo er wirklich böse ist, ist ein Sack. Ja, das gibt's halt. Mhm. Da muss man halt dann nur genug spannen, die Haut. Aber weißt du was, jetzt machen wir das dann mit Kameraumstellung und machen da die Beine mit dem Verhoben. Dann ist. Ah! Das ist genau wie bei den letzten Eisenbahn, wie sie die eigentlich hier drin aufsitzen. Naja, das ist auch schwierig. Das ist hier mal komplett stressig.
Kopf da, Beine da. Ich kann halt jetzt nicht die Halle die Beine drauf haben. Oder wenn schon immer die Halle. So, sehr gut. Füße. Das war das Stück. Das weiß ich nicht. Vielleicht will ich dann wieder mal sterben. Thank you.
Okay, guys, this is the point where we have to stop, because this is going to be on a different platform, and you know where to find it. I just say OF. Bye.